herzliches Willkommen. Wir sind bei Donnerstag, 1. August 2024 und damit herzlich willkommen im neuen Monat. Was erwartet uns im August? Naja, zu Beginn kann es erstmal ein bisschen, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig sein, ja. Aber da kommen wir dann auch zum gegebenen Zeitpunkt dazu. Wir haben weiterhin die Sonne und die Venus im Löwen. Wir haben Merkur in der Jungfrau. Und da haben wir natürlich auch so ein bisschen gegensätzliche Energien. Auf der einen Seite sehr viel Stolz, sehr viel Durchsetzungskraft und auch Ich-Bezogenheit. Auf der anderen Seite Planung, Organisation, Ehrgeiz, wobei das nicht gegensätzlich sein muss. Es ist sehr ehrgeizig. Wir haben aber den Mond kurz vor 5:30, also 5:20 kann man sagen, seit heute Morgen im Krebs. Sehr gefühlvoll, sehr sensitiv, sehr auch empfindsam. Also man muss ein bisschen aufpassen, wie man sich äußert, bei wem. Ja, ein bisschen vorher checken, wie die Leute unterwegs sind. Dafür haben wir rückläufig Neptun und Saturn, wo man natürlich auf sich selber achtet, aber eben auch auf das Umfeld, wie die Leute eben so drauf sind. Das kann sehr wichtig sein, was man machen oder sagen kann und was man lieber sein lassen sollte. So, wir haben dann natürlich auch den Uranus im Stier. Der ist weiter vorläufig und sorgt auch dafür, dass sich Dinge ändern, auf die der ein oder andere keinen Einfluss hat. Wir haben rückläufigen Pluto im Wassermann weiterhin. Macht- und Ohnmacht-Themen spielen auch weiterhin eine Rolle. Und natürlich die Zwillinge-Energie. Wir haben die Sonne und den Mars in den Zwillingen. Da ist sehr viel Energie drin, der Kommunikation, des Wissens sich aneignen wollen. Aber es ist eben auch so eine Energie, wo man einfach übertreiben kann. Man sagt zu viel zu, man will auch zu viel auf einmal, da muss man ein bisschen aufpassen. Der Ehrgeiz ist manchmal größer als die ja Möglichkeiten, die Zeit oder auch eben die Energie, die man selber bei sich trägt. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten. Der Jupiter ist ja auch sehr expansiv, auch da geht es darum, man möchte vorankommen, aber man kann das eben nicht erzwingen. Mars ist kämpferisch, aber wie gesagt, man muss sich auf die Gegebenheiten einstellen und wir sollten auch schauen, dass wir in Ruhe natürlich auch bis zum 5., wenn es geht, die Dinge erledigt haben, denn am 5. wird der Merkur rückläufig. Aber jetzt ist es noch nicht und ich wünsche euch einen guten Start in den Monat und einen schönen Donnerstag. Wir schauen, was die Karten für euch haben. Herzliches Willkommen, lieber Widder. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. August 2024. Ich hoffe, ja, du hast dich vorbereitet auf den August, der vom 5. bis 28. Jahr von Merkur rückläufig begleitet wird. Jetzt zu Beginn noch nicht. Man kann auch Dinge fertigstellen, aber alles mit der Ruhe. Sonne und Venus in Löwe. Temperament, Leidenschaft. Man ist engagiert, man ist ein bisschen selbstorientiert, also ein bisschen egozentrisch, aber auch wohlwollend auch dabei, die Dinge umzusetzen. Der Mond ist seit etwa 5:20 heute Morgen im Krebs. Krebsenergie ist sensitiv, gefühlvoll bis überempfindlich. Da sollte man sich zumindest darauf vorbereiten bzw. einstellen, dass man nicht, zu forsch Dinge benennt. Ja, wir haben zudem den Jupiter und den Mars in Zwillinge weiterhin. Da ist sehr viel Kommunikation drin. Man möchte vorankommen. Man ist ehrgeizig. Man möchte viel wissen. Ja, es kann aber auch sein, dass die Zwillinge-Energie einen so ein bisschen ablenkt, weil es so viele neue Dinge, andere Dinge gibt, dass man sich nicht entscheiden kann oder dass man sich verzettelt. Die Gefahr besteht während dieser Zeit natürlich auch. Der rückläufige Pluto im Wassermann kann für Macht- und Ohnmacht-Themen sorgen. Das ist nicht immer angenehm. Manchmal kann man auch sagen, nö, ich lasse das mal lieber und kümmere mich lieber um andere Sachen. Manchmal ist es notwendig, dass man sich natürlich auch wehrt. Uranus im Stier hat leider keinen, oder du hast keinen Einfluss auf den, aber er verändert natürlich auch sporadisch Dinge
und kann überraschend wirken. Neptun und Saturn in den Fischen machen gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, erstmal auf sich selbst bezogen und dann natürlich auch auf die Umwelt. Das hilft im Zwischenmenschlichen. Wir haben zum Glück sonst keine weiteren Aspekte und wir schauen uns an, was am ersten Tag des neuen Monats so anliegt. Wir haben als erstes den König der Münzen. Stabilität und Sicherheit, Ruhe, Gelassenheit, Dankbarkeit und Demut für das, was man hat. Man kommt gut voran mit der Herrscherin, wunderbar. Nostalgie ist der Rückbezug mit den Rückläufigkeiten, auch Dinge, an die man denkt, ja, oder auf die man sich besinnt. Mit dem Teufel der Obsession, der Übertreibung kann man tatsächlich übertreiben. Sechs der Kelche ist Gefühl, Mond in Krebs kann überempfindlich machen, auch ein Widder. Und es kann natürlich sein, dass irgendwas aus der Vergangenheit irgendwie hochgebracht wird oder wieder aufgerührt wird und man kann da richtig explodieren. Bitte Vorsicht damit, ja, es lohnt sich vielleicht gar nicht. Vielleicht sollte man aufpassen, dass man eben nicht zu sehr in der Vergangenheit verhaftet ist und lieber schaut, was man hat, wie man damit gut klarkommt und dass man eben solche vielleicht auch Reizthemen möglichst meidet. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in den neuen Monat. Viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. August 2024. Damit herzlich willkommen im neuen Monat. Wir haben weiterhin die Sonne und die Venus in Löwe. Löwe ist leidenschaftlich, gut drauf, ein bisschen egozentrisch, muss man einfach so sagen, sehr selbstbewusst, stolz, aber auch sehr wohlwollend anderen gegenüber und offen. Ja, wir haben den Mond seit 20 nach 5 etwa heute Morgen in Krebs. Krebsenergie kennst du, ist sensitiv, einfühlsam, intuitiv, aber auch manchmal überempfindlich. Und da sollte man sich mit irgendwelchen lapidaren Äußerungen zumindest, naja, ein bisschen zurückhalten. Als Stier hast du zur Seite natürlich den Merkur in der Jungfrau. Pragmatismus, gute Planung, gute Vorbereitung, auch ein bisschen Nörgeligkeit, ja. Als Stier hast du auch den Uranus im Stier. Du kannst Dinge, die dir begegnen, ein bisschen verändern, ein bisschen was daran tun, wenn du das möchtest. Und das kann natürlich später auch viel bewirken. Also wie gesagt, lass dich nicht aufhalten. Dazu haben wir natürlich auch den rückläufigen Pluto im Wassermann. Macht- und Ohnmacht-Themen. Wir haben rückläufig Neptun und Saturn in den Fischen. Sensitivität, Einfühlsamkeit in erster Linie auch auf ein selbst bezogen. Auch natürlich Veränderung hervorbringen, wenn möglich. Aber auch schauen, wie es den anderen geht und dann entsprechend intuitiv auf die Situation reagieren. Außerdem haben wir den Jupiter und den Mars in Zwillinge. Zwillingenergie ist sehr kommunikativ, also die Austauschenergien sind stark. Bisschen sehr ehrgeizig, bisschen vielseitig interessiert, kann dazu führen, dass man sich zu viel auflädt. Vorsicht damit, ja? Ja, sonst haben wir an diesem Montag keine weiteren Aspekte und schauen, was wir für den Stier heute haben. Der Turm, weniger ist mehr, also ein bisschen Platz schaffen für Neues. Sich vielleicht auch ja die Dinge leichter machen. Gespräche auf Augenhöhe, ja, aufeinander zugehen ist immer gut. Aufrichtigkeit, Authentizität, sich ehrlich machen im Sinne von... Was ich für mich selber entschieden habe, was ich für mich selbst herausgefunden habe, kann ich mit anderen teilen. Das sind wahrscheinlich die Personen, die du auch gut kennst. Ja, der Turm ist immer auch kleinere Hindernisse beseitigen. Du hast mit Uranus die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Wenn du kannst, solltest du das tun. Erkenntnisse, Wissen, ja, Klarheit und Wahrheit und auch bestimmte Dinge sozusagen abschaffen, die dich nicht weiterbringen, die dich vielleicht eher behindern. Aber es ist auch, dass du vielleicht etwas wissen oder erlernen möchtest. Dann solltest du das natürlich auch mitteilen. Aber wie immer, weniger ist mehr und nicht zu viel aufhalten, ja, dass du dann in Stress gerätst. Weil das ist etwas, was du als Stier so gar nicht gut verkraften kannst.
Ich wünsche dir auf jeden Fall einen tollen Start in den neuen Monat. Viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind im neuen Monat. Donnerstag, 1. August 2024, Sonne und Venus im Löwen. Temperamentvoll, leidenschaftlich, involviert, natürlich ein großes Selbstvertrauen, ein großes Ego. Auch sehr, ja, ich sag mal, zielgerichtet, stolz und auch mit Erwartungen, muss man auch so sagen. Der Mond befindet sich seit 20 nach 5 heute Morgen in Krebs. Krebsenergie, sehr gefühlvoll, intuitiv, aber auch hyperempfindlich. Man sollte damit vorsichtig umgehen. Also nicht irgendwas raushauen, was jetzt jemanden treffen könnte, wenn es geht. Ja? Als Zwilling hast du natürlich Jupiter und Mars im eigenen Zeichen. Stärkt dich, gibt dir natürlich die Power, du willst was erreichen. Du bist ehrgeizig, du bist kommunikativ, du möchtest auch viel wissen. Die Gefahr, wie immer, dass du dir zu viel vornimmst, da musst du selber drauf achten, dass das möglichst nicht passiert. Wir haben zudem Uranus im Stier, hat leider nicht wirklich was mit dir zu tun im Moment. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen können wieder aufkommen. Wir haben Merkur in der Jungfrau, Pragmatismus, Erdenergie, gute Planung, gute Vorbereitung und nörgelig. Ja? Also man selber kann ein bisschen nörgelig sein, aber auch andere. Ne? Man wird auf jeden Fall auch sicherlich das ein oder andere davon mitbekommen. Der rückläufige Neptun und der rückläufige Saturn in den Fischen sorgen dafür, dass man Acht gibt auf sich selbst, aber nicht zuletzt auch, wie man mit anderen auskommt. Das ist auch sehr wichtig, ne? Dass man nicht nur auf seine Wünsche und Bedürfnisse achtet und das so ins Gesamte mit einbezieht. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ja, schauen wir uns mal an, was wir heute für den Zwilling haben. Intuition kommt wahrscheinlich durch den Mond in Krebs, Einfühlungsvermögen. 5 der Kelche, etwas bedauern, dass man vielleicht irgendwo nicht so viel Einfluss hat, wie man gerne hätte. Der Hierophant sind die Beziehungen, ja, vielleicht auch zwischenmenschlich. Da bist du vielleicht oder bedauerst, dass du da keine engeren Kontakte hast oder so. Kommt drauf an, vielleicht lässt sich das ja managen. Wir haben den König der Münzen. Kann sein, dass du mit einer Erdenergie nicht so gut zurechtkommst, wie du es gerne würdest. Kann aber sein, dass ihr einfach zu unterschiedlich an die Dinge herangeht. Der eine ist quirlig und vielseitig, der andere ist ruhig, entspannt und geht die Dinge sehr ruhig an. Und da liegen ja vielleicht auch Welten dazwischen. Trotzdem kann man sich annähern. Das, was geht, was möglich ist, solltest du heute auf jeden Fall mit einbringen. Auch wenn du nicht weißt, ob das irgendwohin führt. Aber Freundlichkeit entgegenkommen, Nettigkeiten kommen immer gut an. Und wenn man miteinander auskommen möchte, dann stellt man sich auch ein kleines bisschen aufeinander ein. Aber deine Intuition, dein Bauchgefühl sagt dir, wie das funktionieren kann und was du auch dafür tun kannst. Ich wünsche dir einen guten Start in den neuen Monat. Viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, lieber Krebs. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. August 2024. Damit herzlich willkommen im neuen Monat. Und wir starten mit den gleichen Energien wie gestern. Sonne und Venus im Löwen. Temperamentvoll, leidenschaftlich, sehr anspruchsvoll, bisschen egozentrisch auch. Wohlwollende Führungskapazität, sehr selbstbewusst. Aber auch sehr wohlwollend. Der Mond ist in deinem Zeichen. Als Krebs weißt du, was das heißt. Deine Intuition ist sehr gut ausgeprägt, aber auch deine Feinfühligkeit, und da musst du natürlich ein Stück weit aufpassen, nicht verletzt oder gekränkt zu werden, vielleicht auch durch Missverständnisse. Deswegen ein bisschen Toleranz ist wichtig oder Nachfragen im Zweifelsfall. Wir haben Uranus im Stier, eine Energie, die dir hilft, auch so ein bisschen an den Dingen mitzuwirken, mitzuschrauben, je nachdem. Und wenn du die Gelegenheit hast, solltest du das natürlich auch tun. Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig geben dir Feingefühl, Sensitivität, aber auch vor allen Dingen das Gefühl dafür, was du selber brauchst. Ja, wenn es dir gut geht, geht es sicherlich auch anderen gut. Wir haben auch, ja, natürlich mit dieser Energie den Auftrag, uns mit anderen
ja, zu verbünden, miteinander klarzukommen. Auch das ist eine schöne Energie. Wir haben Jupiter und Mars in Zwillinge. Intuitiv würde ich sagen, sehr viel Kommunikation, sehr viel los. Und wenn es hier zu viel wird, heißt das auch mal, sich zurückzuziehen. Ja, kann sein. Es ist sehr ehrgeizig, diese Energie, und auch sehr neugierig, wissbegierig und sehr kommunikativ. Das kann auf der einen Seite sehr schön sein, aber manchmal, wie gesagt, auch zu viel werden. Pluto im Wassermann ist rückläufig weiterhin. Macht- und Ohnmachtthemen können durchaus auch im Kleinen wie im Großen vorkommen. Auch darauf sollte man sich einstellen. Und ich denke mal, dass du damit gut zurechtkommst. Was haben wir für den Krebs heute? Das Ass der Münzen. Das bedeutet, man sät etwas, man fängt etwas an, was eben langfristig Erfolg bringen kann, aber du merkst es nicht sofort. Die Liebenden, Zwillinge-Energie, das, was man erreichen möchte, man spricht vielleicht darüber oder man informiert sich, man tauscht sich aus, vielleicht hast du auch Unterstützung. 10 der Stäbe bedeutet, man arbeitet auch an schwierigen Sachen, aber man hat es fast geschafft. Die 10 der Stäbe ist immer ein Abschluss. Mit der Königin der Münzen bist du sehr pragmatisch, auch daran interessiert, die Dinge fertigzustellen und eben auch zu einem positiven Ende zu bringen. Lass dir ruhig Zeit damit und lass dir im Zweifelsfall ruhig auch helfen. Es muss nicht immer nach dem beliebtesten, was du machen möchtest, gehen. Es kann auch etwas sein, was anstrengend ist, aber vielleicht tust du dir im Anschluss etwas Gutes, gönnst dir was oder machst was Schönes, ja. Jedenfalls ist das, was du heute auf den Weg bringst, etwas, was dir später sicherlich auch ein paar angenehme Früchte wieder mitbringt. Ich wünsche dir einen guten Start in den August und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. August 2024 und damit herzlich willkommen im Monat August. Wir haben die Sonne und die Venus im eigenen Zeichen. Starke Energien bringen dich nach vorn. Nur ein bisschen Vorsicht vor Übertreibung. Löwe-Energie ist sehr stolz, sehr eigenwillig, sehr erwartungsvoll, ja, auch ein bisschen egozentrisch, das weißt du auch. Du achtest viel auf die Dinge, die um dich herum passieren und möchtest gewürdigt werden. Aber du bist auch wohlwollend und entgegenkommend und darauf bauen wir alle, ja. Der Mond befindet sich im Krebs, sehr gefühlvoll, sensitiv, intuitiv, aber auch hyperempfindlich. Das kann dich betreffen, aber natürlich auch andere. Hinzu kommt der Merkur in Jungfrau. Gute Planung, gute Vorbereitung, ein bisschen nörgelig vielleicht unterwegs, ja. Aber Erdenergie macht ein bisschen oder bringt ein bisschen Ruhe. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann. Macht- und Ohnmachtthemen können anstehen. Der rückläufige Saturn und der rückläufige Neptun bringen das Gefühl nach vorn, passt zum Mond in Krebs, dass man sich um seine eigenen Bedürfnisse, Wünsche kümmert, aber nicht nur, sondern auch im Zusammenspiel mit anderen. Also man ist jetzt nicht so unachtsam und achtet nur auf sich, sondern man achtet auch auf sein Umfeld. Wir haben dazu den Jupiter und den Mars in den Zwillingen. Kommunikativ, Austausch, neue Kontakte, alles möglich, Wissbegierde, Wissen aneignen, alles möglich. Man ist sehr ehrgeizig, man will viel erreichen. Man sollte nur nicht übertreiben, denn die Zwillingenergie kann dazu führen, dass man sich einfach ein bisschen übernimmt, ja. Und das würde dann zu Stress führen und das führt meist zu Fehlern. Also lieber in der Ruhe die Dinge klären oder angehen. Wir haben den Uranus im Stier. Ruhige Energie verändert auch vielleicht das eine oder andere, aber du hast da leider als Löwe keinen Einfluss drauf. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir heute für den Löwen haben, König der Schwerter. Das ist klare Energie, Sachverstand, das ist auch vielleicht ein Ratgeber oder auch ein Boss zum Beispiel, der dir Dinge mitteilt. Wir haben den Gehängten, da ist dieses sich in andere hineinfühlen, ja, so ein bisschen schauen, wie die Stimmung ist. Daran sollte man festhalten. Man sollte sich also ein bisschen an die Energien um einen herum anpassen als Löwe. Ja, man sollte nicht so forsch vorgehen, sondern erstmal schauen, was liegt denn an.
Mit den 7 der Münzen geht es um Detailfragen. Ja, das bedeutet, viele Kleinigkeiten machen Sinn, aber nur, wenn man wirklich sie auch beachtet. Ich weiß, dass du als Löwe ungern dich mit Detailfragen beschäftigst, aber heute scheint das wirklich auch notwendig zu sein. Deswegen versuche da ganz ruhig, ganz entspannt ranzugehen, eins nach dem anderen zu machen. Vielleicht ist es eine Anweisung, vielleicht ist es etwas, wo du jemandem vielleicht auch mithelfen kannst. Also es ist auf jeden Fall nichts Negatives, aber es ist etwas, wo du vielleicht auch ein bisschen Zeit brauchst, um dich hineinzufuchsen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in den Monat August und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. August 2024. Herzlich willkommen im Neumonat. Wir haben weiterhin die Energie von Sonne und Venus im Löwen. Temperament, Leidenschaft, Selbstvertrauen, Stolz, ein bisschen Egozentrik und auch wohlwollende Führungsqualitäten. Dazu kommt der Mond in Krebs. Krebsenergie ist intuitiv, gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, aber auch hyperempfindlich, also leicht verletzbar. Und mit diesen Energien muss man natürlich zurechtkommen. Dazu haben wir Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig. Da kümmert man sich um seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche, aber nicht nur, man schaut auch, wie das sozusagen in den Rahmen passt, in dem man agiert, also mit den Kollegen oder mit der Familie, je nachdem. Also ein bisschen Anpassung ist wahrscheinlich schon nötig. Merkur befindet sich in deinem Zeichen und das gibt dir natürlich auch sehr schöne Planung und Organisation mit an die Hand, auch in der Kommunikation. Es kann sein, dass du etwas überkritisch reagierst auf manche Sachen. Versuche dich gerade mit Mond in Krebs da ein wenig gewählt auszudrücken oder es dir zu verkneifen. Wir haben den Jupiter und den Mars in Zwillinge. Da ist sehr viel Kommunikation, da ist sehr viel Wissbegierde und da ist auch sehr viel Ehrgeiz. Ehrgeiz hast du als Jungfrau natürlich auch, aber man sollte es nicht übertreiben. Man kann sich selbst ein bisschen zu viel aufladen und dann eben auch ins Schwitzen geraten. Sollte man versuchen zu vermeiden. Du hast mit Uranus im Stier ein Tool an der Hand, wo du Kleinigkeiten verändern, verbessern oder eben ein bisschen anders machen kannst. Und wenn es dir entgegenkommt, solltest du es natürlich auch versuchen. So, was haben wir jetzt am 1. August für die Jungfrau? 10 der Schwerter. Das sind die Lektionen, die du gelernt hast. Vielleicht haderst du auch noch mit irgendwas. Du gibst dir auch ein bisschen Zeit für dich selbst. Die 9 der Münzen ist die Unabhängigkeit, die Freiheit, das Single-Dasein, die Selbstständigkeit, aber auch die Selbstfürsorge. Ich kümmere mich darum, dass es mir gut geht und dass ich daraus das Beste für mich mitnehme. 9 der Kelche, Wunscherfüllung ist eher so Wunschdenken, was man gerne hätte. Es ist auch gut zu wissen, was man gerne hätte, klar, damit man darauf hinarbeiten kann. Aber es sollte nicht idealisiert werden. Also auch die Situation, in der du dich gerade befindest, sollte schon realistisch angenommen werden. Das, was du kannst, kannst du verändern. Und hier haben wir den König der Schwerter. Ein wenig gefühlvoller König, der aber den besten Sachverstand hat, der dir möglicherweise in deiner jeweiligen Situation helfen kann. Also wenn du die Möglichkeit hast und Dinge erfragen kannst, dir Rat holen kannst, solltest du das heute unbedingt tun. Vielleicht ist es auch so, dass jemand freundschaftlich mit den 9 der Kelche dir einen ungefragten Rat gibt. Du solltest da nicht zu kritisch drauf reagieren, sondern einfach nur zuhören. Du kannst dir bei jedem Rat, der kommt, das Beste heraussuchen. Du musst nicht alles tun, was die anderen sagen, aber du kannst zumindest zuhören und das kann dich weiterbringen. Ich wünsche dir einen guten Start in den neuen Monat und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. August 2024. Herzlich willkommen im neuen Monat. Wir haben weiterhin die Sonne und die Venus in Löwe. Und für die Waage hohe Erwartungen. Ja? Du hast selber sehr hohe Erwartungen und möchtest viel erreichen, viel umsetzen. Der Gedanke ist ja auch nicht verkehrt, aber man sollte sich da auch nicht überfordern. Mit der Löwe-Energie haben wir Stolz, Selbstvertrauen,
Wir haben auch wohlwollende, ich sag mal, Führungsqualitäten, aber auch ein wenig Egozentrik dabei. Da muss man vorsichtig sein. Wir haben den Mond in Krebs seit heute Morgen 20 nach 5. Und da kann man sehr leicht ins Fettnäpfchen tappen oder auch selber gekränkt werden. Denn wir haben zwar eine starke Intuition, aber wir haben auch wahrscheinlich nicht so ein dickes Fell. Oder vielleicht auch ein paar andere Leute nicht, ja. Da muss man ein bisschen achtsam sein, würde ich sagen. Neptun und Saturn in den Fischen sind auch rückläufig. Das bedeutet, man macht sich ein paar Gedanken darüber, wie man seine eigene Situation verbessern kann, wie man sich besser fühlen kann, aber auch im Zusammenspiel mit den Leuten, mit denen du zu tun hast. Denn die müssen ja das Gleiche tun. Sie müssen auch schauen, wie sie zurechtkommen und wie sie ihre eigene Situation verbessern können. Gemeinsam kann man das natürlich besser machen. Wir haben ja auch viel Kommunikation mit Jupiter und Mars in Zwillinge. Zwillingenergie ist natürlich ein Schwesternzeichen von dir. Luftenergie, da ist viel Wissensdurst drin, da ist Kommunikation, Kontaktfreude drin. Aber da ist auch leider so ein bisschen dieses zu viel des Guten. Ja, man könnte sich übernehmen, man könnte sich einfach zu viel zumuten und man könnte auch vielleicht zu leicht irgendwelche Dinge versprechen, die man vielleicht gar nicht halten möchte. Ja, und da sollte man einfach ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Uranus im Stier, da hast du leider keinen Einfluss, bringt auch Veränderungen. Aber ich denke, du kommst damit gut zurecht und wir schauen mal, was wir auch mit Merkur in Jungfrau haben. Merkur in Jungfrau ist Erdenergie, Pragmatismus, langsam machen, kritisch sein, vielleicht auch ein bisschen vernörgelt. Aber wie gesagt, man sollte ein bisschen, sagen wir mal, die Bodenhaftung beibehalten. Was haben wir jetzt für die Waage? Die Arbeit, der Job, 8 der Münzen, 10 der Schwerter, also auch die gemachten Erfahrungen und die Mäßigkeit. Du bist da ganz entspannt. Gefühl und Intellekt sind im Einklang und natürlich die Kommunikation. Die Kommunikation ist eine schöne Sache, die eben auch für Miteinander sorgt, die auch die Leute verbindet. Wichtig ist bei dieser Kommunikation, dass du auch nicht alles glaubst, was du hörst und auch nicht alles das, was du hörst, direkt weitererzählst. Es kann durchaus sein, dass dir jemand irgendwas erzählt und du denkst, boah, das ist eine super Neuigkeit, aber du weißt nicht, ob diese Neuigkeit stimmt. Hinterfrage sie, kläre sie, dann kannst du das in deiner Art und Weise natürlich weitererzählen. Du hast da sicherlich auch schon deine Erfahrungen mitgemacht. Es ist wichtig, Gerüchte nicht einfach weiter zu verbreiten, sondern vielleicht auch einfach Ruhe zu bewahren und auch Ruhe zu vermitteln, ja, wenn da irgendwelches, vielleicht auch böses Blut aufkommt, ja. Du hast da schon deine Erfahrung gemacht und deswegen weißt du wahrscheinlich auch ziemlich genau, wie man damit heute umgehen sollte. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in den neuen Monat. Viel Erfolg und bis morgen. Herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. August 2024. Und damit herzlich willkommen im neuen Monat. Es geht weiter wie bisher. Man merkt da vielleicht gar nicht so viel von. Aber man merkt schon, wie schnell die Zeit vergeht, finde ich. Die Sonne und die Venus im Löwen. Temperament, Leidenschaft, Stolz, Selbstvertrauen, bisschen Egozentrik natürlich auch. Wir haben auch eine wohlwollende Führungsqualität da drin von dieser Löwe-Energie. Mit dem Mond in Krebs, gefühlvoll, sensitiv, intuitiv. Das bestärkt dich als Skorpion natürlich auch. Du hast so, ich sag mal, deine Antennen ausgefahren und weißt eigentlich, was los ist und wie es den anderen geht und wie es dir geht. Also gilt es, das natürlich auch zu nutzen. So, wir haben Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig, da achtet man auf sein eigenes Wohlbefinden und das natürlich auch in Verbindung mit dem Umfeld. Wir haben Jupiter und Mars in Zwillinge. Nicht so deine Energie, aber es ist halt viel los und im Zweifelsfall solltest du dann auch ja mal den Rückzug antreten, wenn es dir zu viel wird. Aber sonst ist Kommunikation natürlich wichtig und auch sehr ja näher bringen zu anderen, Kontakte pflegen und so weiter. Aber wir haben auch sehr viel Ehrgeiz darin, vorankommen wollen, ja auch manchmal Machtspiele mit dem rückläufigen Pluto im Wassermann. Und da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht überbordend vorgeht. Zumal ja auch der Mond im Krebs ist
und der dafür sorgt, dass der eine oder andere schon auch recht empfindsam ist. Wir haben den Uranus im Stier. Kleine, feine Veränderungen sind möglich und machbar. Wenn du willst und wenn du kannst, solltest du das natürlich tun. Ja, ich denke, es ist wichtig, ein gesundes Maß zu finden und auf der einen Seite natürlich gut für sich zu sorgen, aber auch auf der anderen Seite mit anderen gut auszukommen und gemeinsame Ziele anzustreben. Wir haben die 4 der Münzen, ausgewogenes Geben und Nehmen, also keiner wird übervorteilt. Der Herrscher, verantwortungsvoll damit umgehen. Führungsqualitäten haben wir ja schon gehört. Mit der Herrscherin hast du heute ein sehr gutes Händchen dafür, die Dinge in Gang zu bringen, laufen zu lassen und auch vielleicht die Dinge in eine sehr erfolgversprechende Richtung zu lenken. Das ist deine Weisheit, dein Wissen, dein Know-how und auch deine Kommunikation. Ja, also es kommt darauf an, inwieweit du auch sachlich, trotzdem aber entgegenkommend und freundlich die Dinge rüberbringst, dein Wissen weitergibst und vielleicht sogar selber auch noch was lernen kannst. Ja, die Erkenntnis hier mit dem Schwert ist jetzt nicht nur auf sachliche Sachen im Job bezogen, sondern auch zwischenmenschlich, innerlich, Erkenntnisgewinn auch für dich selbst, aber auch in Bezug auf andere oder mit anderen. Ja, es ist das Wort, es ist auch das geschriebene Wort natürlich, die Gedanken. Ja, aber ich denke, es geht hier um Austausch. Es geht darum, Wissen auszutauschen, sich weiterzuentwickeln und miteinander auch was Tolles herzustellen oder zu erschaffen. Das klingt sehr vielversprechend und damit wünsche ich dir einen guten Start in den neuen Monat und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. August 2024 und ich sage damit herzlich willkommen im neuen Monat. Was erwartet den Schützen jetzt? Ja, nicht viel anderes als im letzten, außer dass am 5. natürlich die Rückläufigkeit beginnt und man bis dahin möglichst Dinge begonnen haben sollte. Die müssen nicht beendet sein, aber zumindest begonnen. Wir haben Sonne und Venus im Löwen. Feuerenergie wie deine, Temperament, Leidenschaft, ein bisschen Ego ist dabei, großes Selbstvertrauen, Anspruchsdenken, ja, Stolz, wie gesagt, und Selbstvertrauen. Man sollte da nicht übertreiben, ja, als Schütze. Der Mond ist außerdem im Krebs, seit 20 nach 5 heute Morgen. Gefühlvoll, sensitiv, hyperempfindlich, aber auch sehr intuitiv. Also man sollte sich keinen Gefahren aussetzen und man sollte auch vorsichtig sein, was man so von sich gibt. Man könnte auch jemand anderen treffen damit, ja, auch wenn es nicht so gemeint ist. Also eine gewisse Vorsicht ist schon oder wäre schon ganz gut. Was wir noch haben, ist dann der Merkur in Jungfrau. Pragmatismus, Erdenergie, auf dem Boden bleiben. Gut planen, gut vorbereiten, ja, auch sachlich sein. Ein bisschen nörgelig kann die Energie machen, ja, vielleicht unleidlich. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig, Einfühlsamkeit. Mit der Intuition von Krebsmond kann man sich sehr gut in die Situation und andere hineinversetzen, auch in der eigenen Situation, also auch für sich selbst. Dann sollte man da auch ruhig mitarbeiten. Der rückläufige Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen, könnte wieder auf dem Programm stehen, durchaus. Wir haben Jupiter und Mars in Zwillinge. Sehr kommunikativ, vielseitig auch interessiert, wissbegierig. Und da kann man sich leicht verzetteln. Man kann auch einfach denken, man schafft das alles schon, ja. Und stellt dann fest, oh, das ist richtig stressig, ja. Und da sollte man vorher merken, wenn es zu viel wird. Also wissen, wo die eigenen Grenzen auch liegen, ja. Uranus ist auch im Stier, aber da hast du leider keinen Einfluss drauf. Der ändert ohne dein Zutun, ja. Aber ich denke mal, dass er sehr pragmatisch vorgeht. Wir schauen, was haben wir für den Schützen? Gespräche auf Augenhöhe. Man spricht miteinander. Wir haben den Neuanfang. Vielleicht bespricht man einen Neuanfang. Und Verantwortung. Also es geht darum, Verantwortung zu besprechen, sich auch Verantwortung bewusst zu sein, vielleicht auch zu teilen, im Sinne von, wer übernimmt was, auch im Job oder so. Und hier haben wir die 7 der Stäbe. Da ist gute Argumentation. Ja, das heißt nicht, dass man stur sein sollte, aber man sollte für seine eigenen Belange natürlich auch einstehen. Wir haben ja auch die Macht- und Ohnmacht-Themen.
Es kommt ja darauf an, wie man das macht. Ob man jetzt sehr von oben herab daran geht oder sehr freundlich entgegenkommt und wie ein Teamplayer, ich glaube, das ist die bessere Variante, ja, dann kann man das auch gut regeln mit anderen, ob das im Job ist oder privat. Also ich denke, es ist wichtig, dass man weiß, was man will, aber dass man eben auch eine gewisse Kompromissbereitschaft an den Tag legt und sich der Verantwortung bewusst ist, also auch nicht zu schnell klein beigibt. Ich wünsche dir viel Erfolg und natürlich einen guten Start in den neuen Monat. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. August 2024. Und ich wünsche dir natürlich einen guten Start in den neuen Monat, lieber Steinbock. Und ich hoffe, dass da viel Gutes für dich dabei ist. Sonne und Venus weiterhin in Löwe. Temperament, Leidenschaft, Anspruchsdenken, Selbstvertrauen, Stolz, wohlwollende Führungskapazitäten, aber auch ein bisschen Egozentrik ist dabei. Der Mond befindet sich in Krebs, gefühlvoll, sensitiv und intuitiv, was auch sehr nützlich sein kann. Allerdings ist der Mond in Krebs auch hyperempfindlich. Man sollte also nicht irgendwas raushauen oder irgendwas sagen, was jemanden kränken könnte, wenn man das vermeiden kann. Als Steinbock, denke ich, bist du da sowieso nicht so schnell dabei. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen, Einfühlungsvermögen für sich selbst, schauen, was einem gut tut, was einem nicht gut tut, darauf achten, dass man sich auch dran hält und auch im Zusammenspiel mit anderen die Bemühung, mit anderen gut auszukommen. Ja, sich auch in andere so ein bisschen hineinversetzen. Wir haben Pluto im Wassermann, rückläufig. Macht- und Ohnmacht-Themen können wieder aktuell sein, auch mit der Energie von Jupiter und Mars in Zwillinge. Sehr kommunikativ, sehr direkt, sehr vielseitig interessiert, sehr wissbegierig und auch sehr erfolgsorientiert. Das kommt dir auch zu Pass als Steinbock, aber es ist ja einfach ein bisschen zu aufgeregt, würde ich einfach mal sagen, ja. Und es ist vielleicht auch wichtig für dich manchmal auch so ein bisschen die Grenzen zu ziehen oder auch mal sich zurückzuziehen. Du hast den Uranus an der Seite, ja, der ist im Stier und gibt dir die Möglichkeit, Feinjustierung vorzunehmen. Und der Merkur in der Jungfrau hilft dir bei Planung, Umsetzung und auch, ja, ich sag mal, die Dinge kritisch anzugehen. Aber man kann auch überkritisch sein mit der Jungfrau-Energie. Also ein bisschen Vorsicht ist geboten, ja. Wir wollen mal schauen, wie das heute am ersten Tag des neuen Monats für den Steinbock so aussieht. Der Magier. Manifestation oder Manipulation? Positive Entwicklung, Sonne, sehr schön. Fokus. Der Fokus liegt auf positiven Entwicklungen. Ja, man sieht das Positive, man möchte auch die schönen Dinge nach vorne holen und vielleicht auch mit anderen teilen. Das ist sehr schön. Und wir haben die Waage-Energie des Ausgleichs. Also es geht darum, neben dem Stress, den man oftmals hat, auch im Job oder wo man auch miteinander manchmal so ein bisschen ja Stress hat, dass man da eben auch mal etwas Schönes rüberbringt. Ein bisschen Harmonie, ein bisschen Entgegenkommen. Man möchte einfach mehr Freude, mehr positive Entwicklung reinbringen. Und das ist heute dein Part als Steinbock. Ja, finde ich gut. Ja, also was immer du an schönen Ideen hast oder an schönen ja Vorschlägen auch für die anderen, das wäre heute eine gute Idee, das einfach mal reinzubringen und sich darauf zu fokussieren, mit anderen konform zu gehen, sich mit anderen zu verbinden, eben wie ich das sagte, mit Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig, sich zu arrangieren mit anderen. Sehr schön, viel Erfolg dabei, wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann, wir sind heute bei Donnerstag, 1. August 2024. Herzlich willkommen im neuen Monat. Weiter geht's mit den gleichen Energien wie gestern ungefähr, mit Sonne und Venus in Löwe. Temperamentvoll, leidenschaftlich, anspruchsvoll, wohlwollende Führungsqualitäten und ein wenig Egozentrik. Der Mond ist im Krebs. Da muss man auch als Wassermann ein bisschen aufpassen, die Fettnäpfchen zu meiden und nicht zu übertreiben. Denn Krebsenergie ist sehr intuitiv, feinfühlend
und hyperempfindlich. Und man selber kann natürlich auch hyperempfindlich sein und man möchte auch nicht gekränkt werden. Also eine gewisse Vorsicht ist angebracht. Der Neptun und der Saturn befinden sich rückläufig in den Fischen. Einfühlungsvermögen auch in die eigenen Wünsche und Bedürfnisse, aber auch im Zusammenspiel mit den anderen Menschen, die einen begegnen oder mit denen man zusammenarbeitet. Wir haben rückläufigen Pluto im Wassermann. Macht- und Ohnmachtthemen können dann natürlich vorkommen und mit der sehr feinfühligen Energie sollte man achtsam damit umgehen. Wir haben Merkur in der Jungfrau, pragmatisches, überlegtes und planvolles Vorgehen. Und auch wenn man nicht so gut drauf ist, die anderen können nichts dafür. Wir haben dazu Jupiter und Mars in Zwillinge. Vielseitig interessiert, wissbegierig, sehr kommunikativ und offen für so ziemlich alles, aber eben auch manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Man überfordert sich permanent und liegt dann irgendwann auf der Nase. Das ist nicht das Ziel. Man möchte den Erfolg langfristig beibehalten und auch davon profitieren können. Deswegen den Ehrgeiz im Zaume halten. Wir haben Uranus im Stier. Leider hast du darauf keinen Einfluss. Veränderungen finden auch ohne dein Zutun statt. Ja. Aber wichtig ist, dass du ein gesundes Verhältnis zwischen all diesen Energien findest, auch heute am 1. August. Da stehst du vor einer Weggabelung, weißt vielleicht noch nicht, wo es hingehen soll. Es geht auch um zwischenmenschliche Beziehungen oder wie du dazu stehst. Der König der Münzen, Pragmatismus, Erdenergie. In der Ruhe liegt die Kraft und man darf auch gerne sich mal bewusst machen, was man schon erreicht hat und auch eine gewisse Dankbarkeit dafür an den Tag legen. Also Dankbarkeit für die Leute, die einen unterstützen, Dankbarkeit dafür, was man selber auch schon erreicht hat. Aber es ist auch, denke ich, der Hinweis darauf, dass man sich nicht permanent überfordern soll. Das gilt vor allem mit der Arbeit. Man kann gewisse Dinge nicht erzwingen, auch wenn man noch so fleißig ist und so, ja. Man braucht eine gewisse Ruhe und Entspanntheit zu warten, bis der richtige Zeitpunkt für etwas gekommen ist. Jetzt haben wir ab 5. August auch noch den Merkur rückläufig. Das heißt, jetzt stellst du dich am besten schon darauf ein, dass zwischen dem 5. und 28. August nicht so viel passiert und dass du die Zeit dazwischen eben auch nutzen kannst. Für dich selbst, für die Beziehungen, ja, für das Zwischenmenschliche, für das, was dir persönlich gut tut und was du hegen und pflegen möchtest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in den August und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Donnerstag, 1. August 2024 und damit herzlich willkommen im neuen Monat. Ja, ich hoffe, du bist gut reingekommen. Die Energien sind ähnlich wie gestern mit Sonne und Venus im Löwen. Temperament, Leidenschaft, ein bisschen Egozentrik, Stolz, Selbstvertrauen. Wir haben auch den Mond im Krebs, gefühlvoll, sensitiv, intuitiv und hyperempfindlich. Da muss man ein bisschen aufpassen auf sich selbst und auf andere, also dass man nicht daneben greift und das Fettnäpfchen findet. Wir haben ja Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig. Da geht's ja darum, für sich selbst gut zu sorgen und damit auch natürlich für andere. Denn wenn es dir gut geht, geht's deinen Mitmenschen auch gut. Ja, also dass man da so einen gesunden Mittelweg findet im Miteinander und auch für sich selbst. Wir haben Pluto im Wassermann rückläufig. Da kann es um Macht und Ohnmacht gehen. Wir haben aber auch den Merkur in der Jungfrau, Erdenergie, die dich trägt, die dir eine gewisse Vorgabe gibt, eine Orientierungsmöglichkeit und aber auch ein bisschen nölig ist, also von der Energie her. Wir haben Jupiter und Mars in den Zwillingen, sehr vielseitig, sehr viel interessiert an allem, ja, und sehr, ja, ehrgeizig. Man möchte was erreichen. Man kann es aber nicht erzwingen und man kann es erst recht nicht erzwingen durch schnell, schnell, schnell. Man kann es nur durch Geduld und Arbeit erlangen. Und das ist manchmal dann schwierig, weil eben vielleicht auch viel los ist um einen herum.
Als Hilfe hast du noch den Uranus im Stier, der dir an die Hand gibt, kleine Feinjustierungen vorzunehmen. Und wenn dich etwas stört oder so, oder wenn du die Möglichkeit hast, solltest du das natürlich auch weiterhin angehen. Ja, also alles mit der Ruhe, nichts zu hastig, nichts überstürzt, sondern eben auch gut überlegt und auch gerne mit Unterstützung anderer. Da ist nämlich das Ass der Münzen. Das, was du auf den Weg bringst, wird irgendwann Früchte tragen und sich dann für dich lohnen. Nicht sofort, aber zu einem späteren Zeitpunkt. König der Kelche ist die zurückhaltende Energie. Ich habe meine Pläne, aber ich erzähle es nicht jedem. Und ich bin fokussiert auf das, was gerade vor mir liegt als Fisch. Ich kümmere mich um das, was ich gerade tun muss. Ja, ich denke nicht an morgen oder an gestern. Ich denke an das, was gerade vor mir liegt. Und da haben wir die Königin der Stäbe. Da ist ein gewisser Optimismus drin, aber auch ich krempel die Ärmel hoch und tue, was getan werden muss. Also ich mache meine Arbeit, ja, mit positiver Attitüde. Also ich bin dabei, ich habe da Spaß dran, ja. Hier ist aber auch so ein bisschen planvoll vorgehen, ohne dass das viele Leute wissen. Das wissen vielleicht nur deine Freunde, Bekannte, engen Freunde, ja. Der König der Kelche ist liebevoll, fürsorglich, entgegenkommend, aber auch ein bisschen verschlossen. Im Sinne von, nicht jeder muss irgendwie alles über mich wissen. Das ist einfach auch ein Schutz, damit man nicht von jedem interveniert werden kann oder die Sache nicht interveniert werden kann. Ja, wenn zu viele Leute von etwas wissen, dann können sie auch dazwischen grätschen. Und das ist etwas, denke ich, was du gelernt hast. Also fokussierst du dich jetzt derzeit auf das, was gerade anliegt. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, einen guten Start in den August und wir sehen uns morgen wieder.